das ist nur was für die ganz Harten unter der Sonne und das ist ganz klar. Das ist auch was für uns Niederösterreicher. Für Hans-Peter Heiß, der nimmt im Norden Norwegens daran teil, eines der härtesten Schlittenhunderennen und vor allem das nördlichste der Welt. Seit Anfang November wird täglich trainiert, obwohl kein Schnee da ist. Wie macht er das? Radio Niederösterreich-Reporter Stefan Seiler und Sofia Nastasiewicz haben den Mascher, also was heißt das, Schlittenhundeführer, bei ihm in Boisbrunn besucht. Die Freude auf das Training ist kaum zu überhören. Die 16 Hunde übertönen sogar ein startendes Flugzeug. Mit einem lauten Okay setzt Schlittenhundeführer Hans-Peter Heiß sein Gespann in Bewegung. Wegen des Schneemangels wird derzeit auf 4 Rädern und nicht mit dem Schlitten trainiert. Mit dem Quad entlang von Feldwegen, auch wenn das kein optimales Training ist. Es ist natürlich schon kräfteaufreibender für die Hunde im Schnee zu laufen als auf dem Erdboden. Aber natürlich, es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Man muss ja die Kilometer zusammenbringen, man muss ja trainieren. Zwischen 120 und 30 Kilometer pro Tag muss man schaffen. Und diese Distanz wird auch notwendig sein, denn immerhin müssen die 1000 Kilometer in 7 Tagen gelaufen werden. Eisige Kälte ist der 51-jährige Vizeleutnant zwar schon von Berufswegen gewohnt. Als natürlichen Kälteschutz lässt er sich aber auch noch seit Anfang November den Bart wachsen. Die Hunde jedenfalls haben mit der Umstellung ein weitaus geringeres Problem. Die Hunde haben die gute Fähigkeit, dass sie innerhalb von 2 bis 3 Tagen Unterwolle nachschieben, wie sie es halt dort den Umständen entsprechend benötigen. Also innerhalb von 2, 3 Tagen ist der Hund bis minus 40, 45, 50 Grad ist der geländegängig. Als wären die eisigen Temperaturen nicht schon Herausforderung genug, gilt es zudem, die Verpflegung im Blick zu behalten, denn nicht bei jedem Checkpoint auf den 1000 Kilometern kann man neue Verpflegung holen. Das heißt, man muss vorher schon planen, wie viel Futter nehme ich mit, wo bekomme ich wieder neues Futter, bei welchem Checkpoint muss ich stehen, und die Checkpoints sind eben zwischen 90 und 120 Kilometer auseinander. Ob Sieg oder letzter Platz ist dem 51-Jährigen angesichts dieser Strapazen egal. Hauptsache, er und seine Hunde beenden das Rennen gesund und in der vorgegebenen Zeit. Man ist also ein Idealist. Andere fahren nicht nach Hawaii oder leisten sich 3 Mal im Jahr einen Urlaub. Wir machen auch ein Jahr einen Urlaub und da fahren wir das Schlittenrennen. Ein schönes Großes. Ein schöner Urlaub bei minus 40 Grad in der Finnmark, ganz oben in Norwegen. Wobei, andere fahren nicht nach Hawaii oder leisten sich 3 Mal im Jahr einen Urlaub. Hawaii ist das Wetter jetzt auch nicht unbedingt freundlicher. Minus 8 Grad vorige Woche.